Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Normalerweise gibt es ja an einem Sonntag immer eine Torte oder eine Motivtorte. Das war sogar von Beginn an meines Kanals schon immer so. Heute machen wir das ganz anders, denn heute gibt es was Herzhaftes. Und zwar habe ich mir für heute ein Kebab-Rezept ausgesucht aus meinem neuen türkischen Kochbuch. Und zwar heißt es Sallys türkische Küche. Und zwar gibt es da ein Rezept darin, das ist mein absolutes Lieblingsrezept. Es nennt sich Türkertme Kebabe. Und zwar ist es ein Fleischgericht und in der Türkei werden einfach alle Gerichte mit Fleisch Kebab genannt. Das heißt nicht nur der Döner-Kebab, der Drehspieß, der hier in Deutschland bekannt ist, sondern eben auch alle anderen Fleischgerichte. Und Türkertme Kebab, das ist im Prinzip ein Ragout, ein Fleischragout aus Rindfleisch. Und dazu wird ein richtig cremiger, leckerer Joghurt serviert und frittierte Kartoffeln. Und das Ganze schmeckt so lecker. Ich habe das jetzt auch schon auf einer Messe gemacht und bei einem Kochkurs gemacht und alle waren super begeistert. Heute möchte ich mit euch zusammen also dieses Rezept zubereiten und euch gleichzeitig auch mein neues Kochbuch vorstellen. Ich habe das Buch Sallys türkische Küche genannt. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass meine Eltern aus der Türkei sind und vor über 45 Jahren nach Deutschland gekommen sind. Damals als Gastarbeiter, aber natürlich haben sie im Laufe der Jahre hier einfach ihre Heimat gefunden, hier ihre Existenz aufgebaut und natürlich auch eine Familie gegründet. Und deswegen haben mich meine türkischen Wurzeln natürlich sehr geprägt und ich liebe die türkische Küche. Wenn ich Rezepte aus der türkischen Küche mache, auch auf meinem YouTube-Kanal, dann kommen oft ganz, ganz viele Kommentare, zum Beispiel von den Griechen, die dann sagen, halt, stopp, Sally, das ist kein türkisches, sondern ein griechisches Rezept. Oder die Araber kommen und sagen, nein, nein, das gehört zu uns, die Kroaten, die Libanesen und so weiter. Alle sagen immer, nein, Sally, das gehört nicht in die türkische Küche, sondern zu uns. Und im Prinzip habt ihr auch alle recht, denn die Türkei, das ist ein Vielvölkerstaat und das ist wirklich eine der abwechslungsreichsten Küchen der Welt. Und das hat einfach mit der geografischen Lage und der Geschichte der Türkei zu tun. Bevor ich jetzt aber weiter erzähle, zeige ich euch erst einmal die Zutaten, die ihr für das heutige Rezept benötigt. Und ich werde das Ganze jetzt so machen. Die Zutaten habe ich ja schon gepostet vor einigen Tagen und ihr dürft jetzt gerne live mit mir mitkochen, also in Echtzeit das Rezept mitkochen. Und die ersten 10, die das Rezept dann auf Facebook und auf Instagram posten, also das werde ich euch am Ende nochmal erklären, die bekommen dann von mir ein Buch kostenlos zugeschickt, natürlich mit Widmung. Für das Türkertme Kebab braucht ihr 500 Gramm Rinderfilet oder Entrecote, 40 Gramm Butterschmalz, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, eine rote Spitzpaprika oder eine normale Paprika, eine Tomate, ein paar Blätter frischen Basilikum. Hier habe ich noch die Gewürze und zwar einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Kreuzkümmel, etwas Pfeffer, einen Teelöffel Chili und einen Teelöffel Bohnenkraut oder Oregano. Hier habe ich noch 800 Gramm Kartoffeln, vorwiegend festkochend und das geschälte Gewicht sollen 800 sein. Und für die Joghurtsoße brauche ich noch 400 Gramm Joghurt, da nehme ich gerne den 10% Joghurt, eine Knoblauchzehe, einen halben Teelöffel Salz und einen Viertel Teelöffel Pfeffer. Zuerst stelle ich jetzt die Joghurtsoße her und wie gesagt nehme ich da immer gerne den 10%igen Joghurt, weil er einfach super cremig ist und wirklich perfekt zum Gericht passt. Also falls ihr jetzt skeptisch seid und sagt, Joghurt zu Fleisch passt doch gar nicht, dann probiert es auf jeden Fall trotzdem mal aus. Denn der Joghurt, der muss einfach sein. Ich nehme jetzt den Joghurt, dann habe ich jetzt hier die Knoblauchzehe, die wird fein gerieben. Das ist jetzt eine ziemlich große Zehe, daher nehme ich jetzt nur 3/4. Der Rest kommt ins Kebab-Gericht mit rein. Dann noch die Gewürze, Salz und Pfeffer. Wer möchte, kann jetzt hier zum Beispiel noch etwas getrocknete Minze mit reingeben. Ich lasse es jetzt weg, denn bei mir kommt später noch Basilikum mit rein ins Gericht und ich möchte einfach, dass der Basilikum heraussticht. Und jetzt einfach kurz glatt rühren. Jetzt ist die Joghurtsoße schon fertig. Die kann ich jetzt abdecken und einfach kurz kühl stellen. Als nächstes kommt jetzt das Fleisch dran, das nehme ich jetzt. Ich habe jetzt hier ein Rinderfilet, aber wie gesagt, könnt ihr auch Entrecote nehmen. Und da kann man auch ehrlich gesagt nicht so viel falsch machen. Das ist nämlich ein super zartes Fleisch und das wird jetzt in feine Streifen geschnitten. Das heißt, ich schneide mir zuerst einmal Scheiben runter und dann feine Streifen. Weiter geht's mit den Knoblauchzehen und der Zwiebel, die werden nämlich fein gewürfelt.
Hier in Deutschland kennt man meist nur den Döner-Kebab, was ich ziemlich schade finde, denn die türkische Küche gehört wirklich zu den vielseitigsten Küchen der Welt. Und wie gesagt, hat es auch mit der geografischen Lage zu tun, das heißt, die Türkei ist ja so das Bindeglied zwischen Europa und Asien und natürlich auch mit der Geschichte. Das Osmanische Reich war das Reich der Dynastie der Osmanen von etwa 1299 bis 1922. Zur Zeit seiner größten Ausdehnung im 17. Jahrhundert erstreckte es sich von seinen Kernlanden Kleinasien und Rumelien nordwärts bis in das Gebiet um das Schwarze und das Asowsche Meer und westwärts bis weit nach Südosteuropa hinein. Also ich möchte mich jetzt gar nicht so sehr in die Geschichte vertiefen oder politische oder religiöse Diskussionen auslösen, denn oftmals ist es wirklich so, dass Politik und Religion uns alle spaltet, was ich sehr schade finde, aber das Essen verbindet uns alle. Und bei der türkischen Küche ist es wirklich so, es waren einfach ganz, ganz viele verschiedene Völker, die wirklich ihre Fußspuren hier hinterlassen haben und daher die Küche eben so abwechslungsreich ist. Bei meiner Familie ist es zum Beispiel so, meine Eltern sind beide aus der Türkei, mein Opa, also der Papa von meiner Mama, der ist aber ein Aussiedler, und zwar aus Bulgarien. Der gehörte nämlich zu den Pomaken und es war ein muslimisch-griechisch-bulgarisches Volk. Und er floh eben in die Türkei und setzte sich dann in Erzincan nieder. Das heißt, man sieht einfach, von überall her kamen die Menschen in die Türkei und haben das tolle Essen dort hinterlassen. Mein Papa, der ist aus Konya. Da gibt es das tolle Etlipide, da habe ich auch ein Rezept in meinem Buch. Und der Mutter zum Beispiel, der kommt aus Sinop, das ist aus der Schwarzen Meerregion. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Rezepte. Und da habe ich auch sein Lieblingsrezept in dem Buch natürlich aufgeschrieben und für euch ausprobiert. Apropos Gerichte, ich denke, wir sollten bei unserem Gericht weitermachen. Ich habe jetzt nämlich inzwischen schon mal die Tomate und die Paprika auch in feine Würfel geschnitten. Ich habe versucht, das Buch so vielseitig wie möglich zu gestalten und wirklich ganz, ganz viele Rezepte auch für euch zu machen. Im Buch findet ihr über 100 Rezepte und die habe ich aufgeteilt in verschiedene Kategorien. Also da gibt es dann die Kategorie Vorspeisen, die ist dann unterteilt in kalte und warme Vorspeisen. Das ist einfach so als kleiner Appetitanreger für das Hauptgericht. Dann hat es die Kategorie Hauptgerichte mit Fleisch und Fisch. Da sind wirklich ganz viele tolle und auch sehr abwechslungsreiche Rezepte zu finden. Hier findet ihr zum Beispiel das Rezept Karides Güveç, und zwar ist es eine Garnelenpfanne. Also etwas, was ich vor 2 Jahren wahrscheinlich noch nie ausprobiert hätte. In der Türkei habe ich aber dann das erste Mal Garnelen gegessen und mich sofort verliebt. Und deswegen musste dieses Rezept auf jeden Fall mit rein. Als nächstes natürlich auch das Kebab-Ragu, also das Türkert-Mekebabe von heute. Ich habe natürlich auch Murats Fischpfanne drin, also die Fischpfanne, die seine Mutter mir beigebracht hat. Ein richtig originales Rezept aus Sinop. Und eins meiner Lieblingsrezepte von meiner Mama, das ist das Wasserbörek, also Suböre. Das ist wie so eine Art Lasagne, nur eben auf die türkische Art und Weise. Da nimmt man nämlich Nudelblätter, die werden dann vorher ganz kurz in Salzwasser gegart und dann schön geschichtet als Börek. Also wirklich super lecker. Ich habe natürlich auch eine vegetarische Kategorie und da findet ihr einfach richtig tolle Rezepte, wie zum Beispiel gefüllte Teigtaschen, also Gözleme. Das kennt ihr vielleicht auch aus eurem Türkei-Urlaub. Da sitzen nämlich ganz gerne mal die Omas an der Straßenecke und haben da so ein Saç, also so eine Art Ofen, und bereiten da das Gözleme nämlich ganz frisch zu. Dann gibt es natürlich auch die Kategorie Desserts und Teegebäck. Das spielt auch in der türkischen Küche eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also wenn wir bei meiner Familie sind, egal ob hier oder in der Türkei, dann gibt es zur Teezeit natürlich nicht nur Süßes, wie zum Beispiel Baklava. Das habe ich jetzt hier nicht mit drinnen, weil ich einfach Baklava als ein zu aufwendiges Rezept empfinde, als dass man es wirklich jeden Tag zubereiten könnte. Also habe ich hier Rezepte herausgesucht, wie zum Beispiel Künefe. Das ist auch eins meiner Lieblingsrezepte im Bereich Desserts. Hier gibt es aber zum Beispiel auch die Dattelrolle oder auch Espresso-Kekse, die wirklich super lecker sind. Aber zur türkischen Teezeit gibt es nicht nur süße Rezepte, sondern auch herzhaftes, wie zum Beispiel den Bulgursalat, also Kısır, was man eben auch ganz gerne zur Teezeit reicht. Und was in diesem Buch ganz besonders ist, das sind die Menüs, die ich für euch zubereitet habe. Und die findet ihr einfach komplett verteilt im ganzen Buch. Und das sind dann immer Menüs, wo ich einfach ein tolles Hauptgericht habe, eine leckere Beilage oder auch einmal einen Dip dazu. Und die sind wirklich auch sehr abwechslungsreich. Das sind nicht nur Festtagsessen, sondern auch wirklich Menüs, die ihr jeden Tag zubereiten könnt. Als nächstes könnt ihr jetzt die Kartoffeln nehmen und alle gründlich schälen und dann einmal abwaschen. Hier habe ich jetzt die gewaschenen Kartoffeln und die werden jetzt fein gehobelt in ganz feine Stifte, damit sie wirklich ganz, ganz knusprig frittiert werden können. Und da ist wirklich je feiner, umso besser. Ihr könnt jetzt entweder so einen Hobel nehmen, ganz normal, so eine Käsereibe, oder das Ganze auch mit einer Küchenmaschine machen, mit dem Aufsatz. Ich mache das jetzt hier, ich drehe das jetzt einmal nämlich hier komplett durch.
Die Kartoffeln habe ich jetzt gerieben und habe sie dann in ein Geschirrtuch eingewickelt, in ein sauberes, und habe dann einfach den ganzen Kartoffelsaft ausgedrückt, sodass sie wirklich schön trocken sind und gleich beim Frittieren auch nicht so schäumen. Hier habe ich schon mal das Frittierfett erhitzt, und zwar auf mittelhoher Hitze in einem ganz großen Topf. Das ist noch nicht ganz bei Temperatur, deswegen kann ich jetzt hier mit dem Ragout weitermachen oder anfangen. Und zwar kommt jetzt das Butterschmalz in den Topf. Da könnt ihr jetzt so einen großen Topf nehmen oder einen Wok zum Beispiel. Geht auch sehr gut. Und bei hoher Stufe erhitzen. Zur Feier des Tages, zur Buchveröffentlichung, hat der Murat den Topf sogar poliert. Müsst ihr euch mal vorstellen. Er hat meine ganze Kochgeschichte aus dem Topf herausgelöscht. Heute beginnen wir also wieder bei Null. Und jetzt nehme ich das Fleisch und das brate ich jetzt hier an. Wenn ihr nicht so einen ganz großen Topf habt, dann macht ihr das jetzt auf zwei Portionen. Ist auch immer besser, damit der Topf nicht zu sehr herunterkühlt. Und dann könnt ihr das kurz scharf von allen Seiten anbraten. Und falls ihr jetzt kein Rinderfilet habt oder Entrecote, könnt ihr natürlich auch zum Beispiel Rindernacken nehmen. Das ist ein bisschen günstiger und da achtet ihr einfach drauf, dass ihr jetzt keine Sehnen oder so mit drin habt, damit es eben nicht zäh wird. Jetzt kurz von allen Seiten anbraten und dann nehme ich es kurz heraus und brate die zweite Portion auch an. Und die Zwischenzeit könnt ihr dann immer nutzen, um schon mal die Kartoffeln zu frittieren. Das heißt, sobald das Fett die Temperatur hat, das werde ich jetzt auch prüfen. Und zwar stecke ich jetzt einen Schaschlikspieß hinein und wenn sich dann ganz kleine Blubberbläschen bilden, dann hat es die perfekte Temperatur. Beim Fleisch anbraten ist übrigens ganz wichtig, dass das Fleisch nicht zu kalt ist. Das heißt, am besten nehmt ihr vor der Verwendung etwa eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank, damit es Raumtemperatur annimmt und damit es auch richtig schön zart bleibt. Ihr könnt jetzt entweder das Fleisch wieder zurückgeben und gemeinsam mit den Zwiebeln anbraten. Oder ihr lasst es draußen, so wie ich, dann bleibt es nämlich innen schön medium. So habe ich das ganz gerne. Und jetzt nehme ich die Zwiebeln und die Knoblauchzehen und die werden jetzt im übrigen Fett angebraten. Und falls kein Fett mehr drinnen ist, dann nehmt ihr einfach nochmal ein bisschen Butterschmalz und gebt es dazu. Und jetzt könnt ihr die Zwiebeln und die Knoblauchwürfel etwa 3 bis 4 Minuten anbraten. Also beim Kartoffelfrittieren müsst ihr darauf achten, dass sie schön trocken sind und dass ihr nicht zu viele auf einmal in das heiße Fett gebt. Beim Fett natürlich auch aufpassen, dass es nicht hochspritzt, denn wenn jetzt zu viel kalte Masse ins Fett kommt, dann schäumt es auch und läuft über. Ist mir nämlich auch schon mal passiert und es ist gar nicht gut, sehr gefährlich. Also ganz vorsichtig und dann so lange frittieren, bis sie schön knusprig sind, also schön goldbraun. Und ich rühre dann auch zwischendurch immer so ein bisschen, damit die sich so ein bisschen voneinander lösen. Und die schmecken später, Murat, so wie die, da gibt es auch diese Chips aus der Packung, genau, ne? Diese Stifte, so diese kleinen Pommes. Der Geschmack einer Kartoffel macht nicht nur aus, wie die Kartoffel schmeckt und was mit Fett man es macht, sondern auch die Konsistenz, also die Feinmotorik. Ja, nicht Feinmotorik, die Motorik. Oder nennt man sie Motorik? Nein. Doch, wenn man doch drauf beißt, ist es doch anders. Wie nennt man das? Du meinst die Sensorik. Ah, die Sensorik. Ach Gott, nein. Okay, ich muss mal einen Schlau machen, das ist die Sensorik, genau. Und da schmeckt die Kartoffel ganz anders, finde ich ganz toll. Ja, richtig gut und passt auch perfekt hier zum Fleischgericht. Und die Zwiebeln, die sind jetzt auch schön angebraten und es riecht alles schon richtig lecker. Als nächstes gebe ich hier jetzt die Paprikastücke und die Tomaten mit rein. Und die werden auch kurz mit angebraten. So gut, gell? Und ich habe schon beide Varianten gemacht. Ich habe es einmal gemacht, dass ich das Fleisch drin gelassen habe. Wird auch super zart und richtig gut. Und das zweite Mal haben wir es ja jetzt beim Kochkurs gemacht, Murat. Genau. Wo das Fleisch innen dann noch richtig schön rosa war. Das ist auch richtig gut. Aber ich muss sagen, ich habe es vom Original ein bisschen abgewandelt aus der Türkei. Und zwar hat mir das dort ein Usta, also ein Meister, beigebracht, das Rezept. Und der hat es so angerichtet. Unten die Kartoffeln,
Oben drüber das Ragout und oben drauf ein Klecks Joghurt. Und ich fand es dann ziemlich schade, denn die knusprigen Kartoffeln, die wurden dann aufgeweicht von diesem Ragout. Und dann habe ich gesagt, ja, dann ist es ja eigentlich schwachsinnig, das Ganze zu frittieren. Weil dann kann man ja auch die Kartoffeln dämpfen und sich die Kalorien vom Fett sparen. Also habe ich es umgedreht. Deswegen heißt es übrigens auch Chökertme. Also Chökertme heißt auch sowas wie abgesunken. Ja, eingesunken. Weil eben das dann so ein bisschen einsinkt. Und deswegen habe ich es jetzt anders gemacht. Ich werde nämlich gleich das Ragout mit dem Joghurt auf dem Teller anrichten und das Kartoffelnest sozusagen obendrauf. Und Leute, es schmeckt so und genial. Es bleibt wirklich so crunchy. Wir haben letzten Sonntag einen Kochkurs gemacht. War Sonntag? Lecker. Samstag war es. Samstag, ja. Mit ganz tollen Pfälzer Familie. Ja. Und die waren einfach nur ein bisschen begeistert. Ja. Ein Gruß übrigens an Roman und an Chris. An Angeline, ja. An die Julia und an alle anderen, die da waren. Auch an die Oma und so weiter. Also es war echt super lustig. Und wir haben das Rezept auch schon auf der IFA gemacht. Da hat es ja auch der Ralf Zacherl probiert. Und ich glaube, der hat gar nichts mehr dazu sagen können. Ja, das war so lecker. Der fand es richtig cool. Kannte er auch noch nicht. Und, ist gut? Geil. Ja? Sehr schön. Schön frisch. Bist du morgen auch da? Und geht es eigentlich schnell, das Rezept? Wie lange brauchen wir dafür? Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, die meiste Arbeit ist das Frittieren. Daher sollte man das Frittierfett auch früh genug ansetzen und die Kartoffeln immer mal portionsweise frittieren. Aber so insgesamt dauert es nicht länger als 20 Minuten. Krass. Gut, vielleicht noch mit 10 Minuten Vorbereitungszeit. Nein, sowas Besonderes habt ihr echt noch nicht probiert. Besonders. Das ist ein ganz anderer Geschmack. Genau. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, die Paprikastücke und Tomaten mit drinnen. Jetzt kommt ein bisschen Brühe. Da könnt ihr jetzt entweder Fleischbrühe oder Gemüsebrühe nehmen. Ich nehme jetzt einfach Gemüsebrühe, meine selbstgemachte. Da dosiere ich jetzt aber sparsam, weil ich ja noch Salz und die anderen Gewürze habe. Und die Gemüsebrühe, das Video gibt es schon, das verlinken wir unten. Genau, das gibt es schon als Video und das wird jetzt aufgekocht und darf dann schön einkochen. Und hier gebe ich jetzt auch direkt die Gewürze mit rein. Und gerade der Kreuzkümmel, der passt hier perfekt. Das ein bisschen einkochen lassen. Und dann muss ich jetzt im Prinzip nur noch auf die Kartoffeln warten. Genau. Und Kreuzkümmel und Kümmel allgemein ist ja in der Türkei wirklich weit verbreitet. Ja. Soll ich mal meinen Witz nochmal erzählen? Ja, komm, mach. Komm, einmal machen. Ich habe schon mal erzählt. Was sagt ein Japaner, wenn er einen Türken überfährt? Was kümmelt's mich? Ja. War gut. Okay. Na, jetzt wird der Hate wieder kommen, aber man muss über sich selber Du kannst jetzt schon mal den Tisch anrichten. Ja. Und den Tisch vorbereiten. Genau. Und gleich gibt's Essen. Soll ich machen schon? Und sobald die Soße dann ein bisschen reduziert ist, könnt ihr jetzt das Fleisch wieder dazugeben. Und dann kann es einfach da drin so ein bisschen ziehen. Also ich lasse das jetzt nur noch so eine Minute etwa kochen oder köcheln. Und dann kann das Fleisch da drin ziehen und ist dann auch echt perfekt. Die Kartoffeln sind auch gleich fertig. Das heißt, das Gericht kann gleich serviert werden. Und ich kann euch jetzt hier nochmal ganz schnell das Buch zeigen. Also, was mir sehr gut gefällt am Buch, Murat, das ist hier vorne der Golddruck. Ja. So schön, so richtig orientalisch, mediterran. Richtig cool. Was ich gemacht habe, und zwar sind es meine letzten drei Bücher. Also, schwere Kost. Hier einmal das aktuelle, das türkische. Mein Sally's Classics, da sind ja moderne und klassische Kuchen und Torten drin. Das kam letztes Jahr, also immer ein Buch pro Jahr. Das kam letztes Jahr. Und zwischendrin, dieses Jahr, haben wir noch Sally and Friends gemacht. Da sind richtig coole Rezepte für jeden Tag drin. Ganz einfache Rezepte auch, aber auch sehr abwechslungsreich. Also ich glaube, viele unterschätzen das Buch, weil sie denken, das ist ein Kinderbuch. Aber da sind ganz, ganz tolle Rezepte drin. Mittagessen, Frühstück, Desserts und so weiter. Und dieses Rezeptbuch, da geht der gesamte Gewinn an Oscar, das Sorgentelefon. Genau, und das ist das Wichtigste. Und also das ist das eigentlich Geld. Das wichtigste Buch. Schaut also, mal das Video an, gebt mal ja. Ein Sally Oscar. Genau. Und dann seht ihr auch, wohin das Geld kommt. Und das ist ein cooler genau, Zweck. Genau, ein richtig cooles Buch. Und das Buch. Ist saumäßig wichtig. Das ist nämlich ein Sorgentelefon vom Bundesverband Kinderhospiz. Und ich habe einfach darauf geachtet, dass alle Bücher die gleiche Größe haben. Das heißt, das klassische, also Sally's Classics, und das türkische Kochbuch sind in etwa gleich dick. Und das Buch für Oscar ist ein bisschen dünner, sind aber auch über 80 Rezepte drin. Sind halt ein bisschen einfacher. Ist und hier habe ich mehr Step-by-Steps drin. Günstiger. Ja, um einiges günstiger. Ja, aber ich finde es echt schön.
Ja. Weißt du, Murat, wenn du uns jetzt ein Regal baust für unser neues Haus, dann kannst du einfach die Größe nehmen, weil alle Bücher... Das Problem ist, dass die Bücher nicht auf die Regalgröße genormt sind und dass viele Regale zu klein sind. Haben schon umbauen. Hast du das Gewinnspiel eigentlich schon angesprochen? Ja, genau, das Gewinnspiel, das sprechen wir jetzt noch kurz an. Und zwar, bleiben die eigentlich stehen? Nee, ich mach's lieber so. Das Gewinnspiel. Wir sind jetzt auch gleich mit unserem Essen fertig und ich glaube, die Jungs hinter der Kamera freuen sich schon richtig drauf. Und das Gewinnspiel geht jetzt so. Die 5 auf Instagram und die 5 auf Facebook, also insgesamt 10 Personen, die als allererstes dieses Rezept von heute nachkochen, plus einen Zettel dazu schreiben mit, was soll draufstehen? Sallys türkische Küche. Sallys türkische Küche. Und genau das davor und dann so ein Foto machen, so wie jetzt hier gleich beschrieben. Ihr 5, also die ersten 5 aus Instagram und aus Facebook, ihr bekommt das türkische Kochbuch kostenlos zugeschickt. Ich werde es natürlich auch signieren für euch. Und ja, das mit dem Zettel haben wir halt gemacht, damit jetzt keiner ein Rezept, was so ähnlich war, einfach schon mal posten kann. Vorgekocht hat und vorgekocht. Genau, das heißt, dass es einfach fair ist für alle. Und deswegen habe ich es jetzt auch am Ende des Videos erst erwähnt, damit wirklich alle sich an die Regeln halten. Und wir schauen dann einfach auf die Uhrzeit und schreiben euch an und ihr bekommt dann das Buch von uns kostenlos zugeschickt. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt dieses Fleisch habt, dann könnt ihr auch ein anderes nehmen. Zum Beispiel, oder wer Vegetarier ist, ich will jetzt auch keine Vegetarier oder Veganer ausschließen, dann könnt ihr einfach das Ganze ohne Fleisch zubereiten und statt Fleisch zum Beispiel Champignons nehmen. Ja. Dann kann man auch ein Champignon-Ragout dazu machen. Ja, also jeder darf mitmachen, auf jeden Fall den Zettel mit Sallys türkische Küche dran, ein Foto machen und dann hochladen. Und dann drücken wir euch allen die Daumen. Im Prinzip geht es jetzt ja um Schnelligkeit, aber ja, und auch ums schön anrichten, das ist auch wichtig. So, jetzt warten wir noch auf die Kartoffeln und dann zeige ich euch, wie ich das Gericht anrichte. Guck mal, wie crunchy die sind. Oh mein Gott, wie Engelshaar. Mm. Schmeckt so lecker. Wirklich. Oh. Und die muss man ein bisschen salzen. Mhm. Was mir bei allen Büchern wichtig ist, also bei den 3 und auch genau bei dem allerersten Buch, dass ich einfach die Rezepte alle selber mache. Sieht aus wie ein Baby, gell? Das war auch unser Babyprojekt. Ja, ich mache alle Rezepte selber hier bei uns in der Küche. Das Titelfoto hier zum Beispiel. Ah, das kann man kurz erzählen. Das Titelfoto hier ist auch in unserer Wohnung entstanden. Und zwar haben wir im Esszimmer einfach mal kurz tapeziert und haben hinten die Wände gestaltet. Und den Esstisch kennt ihr ja auch, da essen wir auch gleich. Und dann haben wir das Foto auch alles bei uns in der Wohnung gemacht. Also echt cool. Und was noch wichtiger ist, dass wir das ganze Papier und auch der Druck und so weiter, wird alles in Deutschland gemacht. Genau, das ist ganz wichtig, dass es regional hergestellt ist. Und cool. Echt schön. Jedenfalls gibt es jetzt gleich Essen. Die Kartoffeln sind gleich fertig. Und guck mal, wie crunchy die sind. Probier mal. Ja. Ich habe die jetzt schon ein bisschen gesalzen. Richtig gut, gell? Was ich jetzt nur noch machen muss, ist der Basilikum. Den schneide ich jetzt nämlich hier noch ins Fleisch mit rein. Und dann habe ich alles fertig. Also zuerst einmal kommt ein Klecks Joghurt, dann das Ragout nebendran und der Joghurt, also der muss sein, Murat, gell? Ja, und ich weiß, du drauf, sagst immer, ich nehme überall Joghurt, aber... Ja, aber dann kommt, dass es wirklich ein 10%iger ist, wenn es möglich ist. Definitiv. Du hast eh gleich einen Termin, gell? Mhm. Ja, ich muss gleich weg. Ich bin nämlich gleich bei der Babybauchbemalung, bei der Lisa. Genau, und ich wollte dann die Fragen bei Facebook beantworten. Genau, der Murat ist dann für euch da, der beantwortet eure Fragen. Ich bei YouTube, Facebook werde ich jetzt alles beantworten. Ja, und die Lisa wird gleich überrascht, kriegt eine Überraschungsparty, aber das weiß sie jetzt noch nicht. Doch, jetzt weiß sie es doch. Ja, jetzt bin ich gerade dort, ja. Ja. Und jetzt die knusprigen Kartoffeln als leckeres Kartoffelnest obendrauf. Also wie gesagt, nicht wie beim normalen Rezept unten drunter, sondern wirklich obendrauf. Ja. Dann schmeckt es richtig genial. Damit sie crunchy bleiben. Es ist jetzt nicht gerade ein kalorienarmes Rezept, außer wenn man die Kartoffeln weglässt. Aber es ist richtig lecker. So, du darfst jetzt gerne schon mal probieren. Und ich kann euch jetzt erzählen, wo es das Buch überhaupt gibt. Jetzt fragen wahrscheinlich alle, Mensch, wo gibt es denn dieses Buch mit den tollen türkischen Rezepten? Das gibt es ab heute bei uns im Onlineshop, also auf sallys-shop.de. Und demnächst gibt es auch im Handel, also bei Globus und bei Interspar in Österreich. Genau, das sind zwei einzige. Das ist auch Premiere. Genau, Österreich, Interspar. Aber ich kriege den Termin noch fest, weil wir müssen erstmal liefern. Genau.
Wir müssen erstmal ausliefern. Die sind ja noch gerade aus der Druckerei gekommen. Und online gibt es das, wie gesagt, nur bei uns, weil wir einfach mit Amazon zum Beispiel nicht zusammenarbeiten und die meine Bücher nicht bekommen. Ja. Das kann man schon mal so sagen, oder? Ja. Bitte schön, Murat. Okay. Probier mal. Ach, und was auch wichtig ist, du musst so ein Fleisch auch mal anschneiden. Du hast es einfach gleich weggehauen, gell? Also das ist einer meiner Leibgerichte, ehrlich. Lecker. Ich liebe das so sehr. Und dann so Kartoffeln und Essen. Und jetzt bin ich gespannt, wer es zuerst fertig hat. Ich probiere gleich, sonst habe ich es zwischen den Zähnen hängen. Ich bin auch mal gespannt auf eure Fotos. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Glück beim Gewinnspiel. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Habe ich gerade geschmatzt? Wahrscheinlich. So lecker, wirklich. Tschüss. So lecker. Ist richtig lecker. Aber nicht nur dieses Rezept, sondern auch alle anderen im Buch. Ich liebe das. Genial. Kommt, Jungs, essen. Chicken Kebab. Genial. La, 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 la. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr mich gerne am 7. Oktober, am Samstag von 12 bis 14 Uhr im Globus in Grünstadt besuchen. Da habe ich nämlich meine Signierstunde, da machen wir gemeinsam Fotos und ich kann eure Bücher signieren. Und ich freue mich schon auf euch. Bis dann. Tschüss.